Hallo und willkommen zurück zu Die Siedler, das Erbe der Könige. Nun bin ich endlich beim letzten Level angelangt, beziehungsweise ihr auch, ihr guckt ja das Video. Also ich hoffe, dass ihr es guckt. Ja, das letzte Level ist Schlacht um Avalons. Ja. Was soll ich denn da sagen? Also, die finale Schlacht gegen Kerberos beginnt. Aber erstmal lese ich da unten vor, was da steht. Endlich ist es soweit. Die große Schlacht steht bevor. Es wird nicht lange dauern, bis die Verbündeten aus dem Ödland ihre Armeen ausheben und der Gemeinschaft zur Verstärkung für den finalen Schlag gegen Avalon senden. Gut. Ich rede jetzt nicht mehr lange. Ich starte jetzt sofort das Level. In den großen Ödlanden hatten die Helden viele Verbündete gefunden, die sie im Endkampf gegen Avalons unterstützen würden. Unseligerweise bedurften die Alliierten noch manchen Tages, um ihre Truppen zu sammeln. Doch die Zeit der Helden sollte nicht verschwendet werden. Jetzt hast du Hunger. Denn Kerberos würde seine sicheren Burgmauern weiterhin befestigen und zum Gegenschlag ansetzen, wenn sich Gelegenheit ergäbe. Ja. Eine Siedlung hier in der Nähe der großen Ödlande konnte genutzt werden für die Vorbereitung des großen Angriffs. Mit der Wettermaschine am Wasser würde man Kerberos angreifende Truppen wohl aufhalten können. Aber das Dorf und die Verbündeten wären dann von den Helden getrennt. Passiert? Herr, in dieser verlassenen Stadt können wir unser Lager aufschlagen und von hier aus unsere letzte große Schlacht vorbereiten. Dann stoßen wir diesen Kerberos von seinem Thron und dann seid ihr endlich König. Und ich, aber lassen wir das fürs Erste. Der Bursche hat sich in seine Burg hoch oben in den Bergen zurückgezogen. Dort sitzt er wie der Adler in seinem Nest. Wird nicht leicht sein, ihn da rauszuholen. Die Gegend ist sehr unzugänglich und dazu noch gut bewacht. Ihr werdet nicht so ohne weiteres in den inneren Bereich der Festung eindringen können, Meister. Die schweren Tore, die den Weg versperren, lassen sich nur von diesem Vorposten hier aus öffnen. Ja, falsch. Kerberos hat einen Teil seiner Horden an diesem Vorposten zusammengezogen. Da euer Kommen sicherlich nicht unentdeckt geblieben ist, müsst ihr damit rechnen, dass er nicht auf euch warten, sondern euch angreifen wird, solange ihr eure Streitmacht noch nicht in voller Stärke versammelt habt. Die können ruhig warten. Eure Verbündeten aus dem großen Ödland haben versprochen, euch Hilfstruppen zur Unterstützung zu schicken. Ihr müsst aber standhalten, bis diese hier eingetroffen sind. Sie werden über den zugefrorenen See zu euch stoßen. Hoffentlich sind sie da, bevor das Eis schmilzt. Und wollen wir hoffen, dass die Truppen von Kerberos nicht bemerken, dass auch sie euch über das Eis erreichen können. Wenn ich es recht bedenke, keine ganz ungefährliche Situation für euch, wenn ich das mal so sagen darf, edler Herrscher. Missionsziele. Erstens. Sichert eure Stellung und baut eine schlagkräftige Armee auf. Zweitens, zerstört den Außenposten, um die Tore in den inneren Bereich der Festung zu öffnen. Drittens, zerstört die Burg und beendet Kerberos Schreckensherrschaft. So. Als allererstes... Ja, mein Herr. Wenn ihr es für richtig haltet. So, da ist ein Leibeigener. So, wer hat kein Haus? Schon mal daran gedacht, was würde ich... Ich bin... ein Bett in einem Wohnhaus wäre jetzt etwas wirklich Feines. Erstmal Wehrpflicht. Die sind immer... Sollte man immer als allererstes tun. Na, so, die gut. Mine baue ich hier. Ihr... Ja, was könnt ihr tun? Es ist Zahltag.
Herr, seht nur, eine alte Wettermaschine. Wo kommt die denn her? Die könntet ihr benutzen, um den See auftauen zu lassen. Damit wärt ihr von dieser Seite gegen Angriffe gefeit. Aber die Hilfstruppen aus dem Niemandsland kämen dann auch nicht mehr zu euch durch. Die sind erstmal unwichtig. So. Fertig, Meister. Nee, ich glaube, hier musste ich gar nicht. Geschafft. Tun. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Fertig. Ja. 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 Aber gern. Vorsicht jetzt! Geht nicht zu nah dran! Inshallah! So wird es gehen. Was habe ich eigentlich für... Nur die Kerber aus Außenposten. Ich brauche unbedingt erstmal Aussichtstürme. Beziehungsweise Ballistatürme. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ja, also... Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Ich lasse es erstmal so. Ja. Ist in Ordnung. So. Mist. Habe ich schon eine Ziegelhütte? Ja, die habe ich schon. Aber eine Sägemühle habe ich noch gar nicht entdeckt. Fertig! Ich gucke trotzdem nach, aber nein. Nichts lieber als das. Jupp! Ich kann auch alleine herumgucken. Sicher das. So. Zeig uns den Weg. Alle sind erstmal zufrieden. Ja. Dann spreche ich ihn schnell an. Meister, dieser arme Mann scheint stumm zu sein. Gebt ihm doch etwas von unserem, eurem Geld. Und wer weiß, vielleicht erweist er sich ja sogar auf irgendeine Art und Weise erkenntlich. Ja, ich glaube, er lässt es... Ich glaube, er lässt sogar es regnen, oder... Der Tag der Abrechnung. Nee. Steuern und Sold werden gezahlt. Ein Sägewerker beginnt mit der Arbeit. Keine Ahnung, ich hab's... Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Ach, ich hab falsch gelesen. Jetzt, wenn hier Zahnräder... Die Hilfstruppen eurer Verbündeten aus dem großen Ödland werden in Kürze eintreffen. Yay, toll. Stimmt, da stand der Ballistatürmer. Ich habe irgendwie gelesen, Auswahl von Ballistatürmer. Ich habe getan, was ihr wolltet. Aussichtstürmer. Ballistatürmer. Nichts lieber als das. Habe ich wirklich 4 dahin geschickt? Vergesst es. Ja, ist gut. Aber gern. Ist in Ordnung.
Eine neue Technologie ist erforscht. Ja. Schlag zuerst mehr Holz. Ernsthaft? Habe ich doch genügend. Das ist sehr schlecht. Fertig. Sicher das. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Ari, kann ich erstmal hier mit natürlich hinschicken? Natürlich. Gebt acht! Die Falle ist aufgestellt! Das ist ein Bergmann. Achtung mit der Kanone jetzt! Ich hab getan, was ihr wolltet. Ja! Ich lasse erstmal ein bisschen Holz abholzen. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Holz abholzen, Alter. Baum abholzen. Oh Mann, Alter. Was hast du zu melden? Ich tu... Nanu! Fremde hier in der Gegend. Das gab's ja seit Ewigkeiten nicht mehr. Was treibt euch hierher? Wollt ihr hoch zur Burg? Nun, es gibt da verschiedene Wege, die ihr nehmen könnt. Wenn ihr dem Pfad nach Süden folgt, stoßt ihr auf den alten Lebensbaum. Dort wendet euch rechts und ihr kommt über den alten Friedhof hoch auf den Berg. Dort findet ihr auch einen kleineren Außenposten der Burg. Allerdings habe ich gehört, dass man dort nicht gerne Besuch hat. Nun, ihr könnt auch geradeaus. Da kommt ihr dann zur Siedlung des Burgherrn. Ist aber keine schöne Gegend, alles kahl und finster. Hier baut er Kanonen und Waffen. Manchmal wünschte ich, das würde jemand einreißen und neu bauen. Dann würde mich der Kanonendonner auch nicht mehr bei meiner Nachtruhe stören. Nun, und dann habe ich gehört, dass es noch einen anderen Weg geben soll. Aber dazu kann ich euch nichts sagen. Da müsst ihr jemand anderes fragen. So, nun will ich aber endlich nach Hause. Gehabt euch wohl. Ich werde angegriffen. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. So, das gibt ein feines Feuerwerk. Potz, Mekka und Medina, natürlich. Ihr drei. Selbstverständlich. Am besten, ihr macht das mal da. Wenn's denn sein muss. So sei es. Zahltag. Natürlich. Ja, ist gut. Pilgrim ist weg. Held ist in großer Gefahr. Gut. Das war's mit Pilgrim. Für das Volk! Geht mit dem Segen des Herrn. Pilgrim, halte durch! Jawohl! Jawohl! Wie ihr wünscht. Mann! Ich hab auf Erek gedrückt. Spürt meine Klinge! Wie ihr wünscht, mein Herr. So sei es. Gebt acht! Die Falle ist aufgestellt! Ja? Ich schick euch nicht ohne Grund weg. Freunde, kommt zu mir! Gebt acht, euer Dorf wird angegriffen. Spürt den Zorn des Herrn. Ja, ist gut. Freilich. Auf sie! Natürlich sind hier wieder keine Leibeigenen in der Nähe. Natürlich. Achso, ist nur der hier. So. Ja.
Zahltag. Hä? Wenn ihr meint... So, weiterentwickeln. Alchemie. Ha, die Hilfstruppen eurer Verbündeten aus dem großen Ödland sind auf dem Weg. Es ist besser, wenn ich mich erstmal auf Verteidigung so fokussiere. Also natürlich werde ich auch eine Wettermaschine bauen und einen Wetterturm. Bevor ich jetzt hier die ganzen Arbeiterhäuser und Bauernhöfe baue. Aber in dem Moment habe ich wirklich gedacht, dass es Pilgrim drauf geht. Ich habe das ungute Gefühl, dass sie auch gleich hier angreifen werden. Am besten schicke ich erstmal Salem. Ich habe getan, was ihr wolltet. Und Eric Steinmetz tritt in eure hier zurück. Es ist.